Hallo und herzlich willkommen zur Reise nach Jerusalem in Ark zusammen mit der Chaossuppe, den Schluchtenrittern, der Chaostruppe oder wie auch immer man diesen ganzen Laden hier nennen mag. Gut, ja, Reise nach Jerusalem, wir haben weniger Stühle als Personen. Wieso, hinter dir steht er da? Und bis eben hatten wir auch noch mehr. Vielleicht kann die Danu erklären, was da gerade passiert ist. Matze hat Fackelkord und Sessel kaputt und jetzt setz dich auf den neuen Sessel. Platz. Dankeschön, die Danu ist da, haben wir festgestellt. Dann haben wir noch die Genie. Möchte die auch was zum Sachverhalt sagen? Ja, wieso, da stehen noch 4 Sessel. Ja, aber wir hatten 6. Und eine Lachkrampf-Couch. Okay, danke für den Beitrag. Dann ist der PC noch da. Grüßi. Kurz und knapp, danke. Seine Lindlichkeit. Moin, moin. Und die Deva. Und Deva kann das erklären, weil Deva hat nämlich versucht, vorhin einen Stuhl aufzunehmen und hat leider die ganze Sturm von denen in der Hand gehabt. Also, Fail-Möglichkeiten. Aber schön, wenn ihr alle da seid. Schaut her mal, da vorne im ersten Topf habt ihr gekochtes Fleisch quasi und beziehungsweise getrocknetes Fleisch, gezahlt, gebügeltes. Na super. Ja? Im ersten Topf. Ach du, was ist denn das hier für eine Batterie? Im allerersten da vorne. Ja, ich warte ja, ob ich dann vielleicht auch noch so was ähnliches, ein größeres Fass bekomme, wo das alles reingeht. Kann man die noch beschriften? Nein, leider nicht. Alter. Aber ich möchte, auf Dauer möchte ich das Zeug darüber haben, auf die andere Seite des Fertiger. Das kriegen wir. Okay, Jungs und Mädels, was machen wir denn? Unsinn! Bauen. Das machen wir die ganze Zeit schon, Deva. Stall? Hezi, habe ich schon ein Fass? Ja, also, ja, ich hol's schon. So, und ich probiere die Town Hall mit Wasserleitungen zu verbinden, ja? Ja. Beim Taylor hat sich was da an, das schöne Tanning Rack war weg und jetzt gibt's ein Drying Rack, wo ich zuerst immer das Leder trockne. Da drüben ist ein Iguanodon. Moment. Und zum Weiterverarbeiten brauche ich PCs Fass. Ja. Wir haben da drüben ein Mail Iguanodon Level 27 laufen. Auch gut. Ein Agi Level 8. Okay. Und ein Dimorphodon fliegt herum. Okay. Level 71. Ersten fangen, zweiten töten, dritten beobachten. In der Raumfrage, jupp. Hätte ich jetzt gesagt, war jetzt nur ein Vorschlag. Bist du so weit, dass wir rüberkommen? Ich bin auf dem Boot, ich warte Moment auf dich. Mal. Du bleibst jetzt da. Ich? Danu. Mr. Blacksmith. Mit Mr. Blacksmith. Die ganze Zeit hat's mich matraldiert wegen diesem Fass. Eva, wo bist du? Achso, da drüben auf dem. Mr. Blacksmith, I have a question. Hier ist die Kiste leer, Danu. Dann frag doch. Kannst du mir einen Clay Shaper bauen? Einen Clay Shaper kannst du selber aus Holz bauen. Ach, ist doch ätzend. Ja, okay. Sorry, aber. Nee, dann kann ich das tun. Achso, warte, ich mach das Tor noch zu. Achso, ich hab das andere genommen, ja. Wir hatten da. Nee, sehen wir irgendwo noch Limestone? In der Tat, das ist ja wohl das allerbilligste Tool, was ich brauchen kann und hab's nicht, ey. Da ist nichts. Danke, Lin. Schwefel? Kein Dings. Haben wir irgendwo noch Old Meat? Ja. In der Ecke, PC. Wollen wir diesen Agi da noch? Welche der 4 Ecken? Ich würde nämlich gerne den Iguanodon. Wenn du vor dem Eingang stehst, Rechtsecke, vorne. Ja, den habe ich markiert. Level 8 ist da. Meinst du den da hinten, ja? Ja, der war Level 8. Weil der Iguanodon, der wäre schon cool. Er kommt. Nee, nicht den. Ach so. Ich habe noch gefragt. Naja. Aber weg muss der auch. Der war 13. So, hier hinten ist noch einer. Okay. Magst du? So. Der war tot. So, dann zerlege ich die mal, aber ich verliere die Knochen, ja? Ja, ich verliere auch alles. Kein Problem dann. Also, das sind diese knochenlosen Vögel, die wir neuerdings haben. Wir nennen sie Gummiadler. Genau. Leute, habe ich jetzt in aller Eile die Genie nicht vorgestellt? Doch. Wieso bilde ich mir gerade ein, das nicht getan zu haben? Die Genie hat doch erwähnt, dass wir die Couch dabei haben.
Haben wir... Ja, Matze, du wirst alt. Ich brauche Gemüse. Es war nichts passiert, es ist nichts passiert. Danu, wollen wir den Iguano dann mitnehmen? Wir haben nämlich ein Mädel. Ja. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir nicht. Lachkrampf ist ein Buch. Ah, verdammt. Ja, ist egal, nehmen wir trotzdem mit. Dann, wir nahmen ihn halt um, dann haben wir ein Mädel. Da ist ein Bierpferd. Genau, okay. Umbenennen und zwei Backsteine nehmen. Pass auf, die Wagen waren noch irgendwas nicht nett. Das habe ich vorher gerade gesehen, was Kleines, Nerviges. Ja, da ist aber auch ein Bierpferd. Man muss aufpassen. Genau. So, ich hätte schon mal 10 Bierchen. Soll ich anfangen mit ihm? Ja, ja, mach. Ich sammle noch Bärchen. Hm. Magst du es vielleicht mit Cookies versuchen? Meinst du, bringen die mehr? Wen? Cookies? Nee, nimmt er nicht. Habe ich schon mal versucht. Aha, okay. Ich nehme die Cookies. Ich glaube nicht auch, die waren nur Bären. Warte mal. Danu, ich schmeiß dir noch Bären hin. Gut. Also, neuer Versuch mit der Treppe. Ja. War doch schon ein bisschen hungrig. Wird endlich hungrig. Da ist ein Moorshops. Ich weiß, aber kann man nicht zähmen, oder? Apropos, soll ich das jetzt eigentlich lernen oder nicht? Moorshops, Moorshops? Ja. Ja. Okay. Kannst du aber noch für die Zuschauer erklären, was du lernst? Ja, das wollte ich gerade. So, ich lerne jetzt auf Level 35 den Apprentice Furniture Builder. Genau, der ist neu. Und wir hoffen, dass da Dinge drinnen sind, die wir vermissen. Und dann lerne ich gleich auf Level 45 die Erweiterung. Gut. Yay. Also, die habe ich automatisch. Aha. Brauche ich nichts lernen. Gut. So, und jetzt schaue ich mir in den Hebel rein und finde nichts. Lin? Ja? Diese, schau mal, ob es einen neuen Arbeitstisch gibt. Diese Pipes muss ich jetzt noch brennen. In welchem Gerät? Im normalen Lagerfeuer. Oh Gott, liebe Leute. Warum habe ich denn hier einen Clay-Ofen, wenn ich... Naja. Ich kann die Small Storage Box bauen. Hey! Oh, hervorragend. Die brauchen wir. Kannst du auch die anderen Dinge, die wir vorher gesucht haben? Welche? Dieses Food, wie hieß es? Food irgendwas? Moment. Das neue? Food? Nein. Okay. Moment mal, ich schau mal nach, ob ich einen neuen Table hab. Ja. Hab ich. Was, einen neuen Table? Ja. Nein, ich meine, ich habe viele Tables. Viele Tables? Ich glaube, PC braucht eine größere Hütte. Ja. Und was habe ich denn da? Nein, ich glaube, das sind alles nur... Und Lin baut jetzt... Wow, hervorragend. Das sieht aus, als hätte ich mir was dabei gedacht. Dabei geht's noch nicht anders. Was? Das hier. Die Stufen? Also, ja. Und was macht unsere Chini? Das willst du nicht wissen. Oh. Was? Jetzt du sag mal, Chini, aber wirklich wissen. Magst du vielleicht mal den einen oder anderen Dilo ausbrüten von den Hochleveligen? Könnte ich mal tun. Weil vielleicht. Wir haben ja so ein bisschen Gammelfleisch da. Das wäre so schade, wenn das alles irgendwie... Vergammelt. Also, ja, dieses Weiche, weißt du, dieses halb vergammelte. Ah, das essen die Hyänen ganz gern. Ja, aber das kannst du auch zur Aufzucht von Viechern nehmen. Und ich glaube, so eine kleine Dilo-Armee wäre gut. Ja. Definitiv. Gegen das Ungeziefer. Die Sackratten? Ja. Na. Gegen die Sackratten. Also bitte. Was denn? Die sind ja Sackratten. Nee, sind Parasiten im Prinzip gewesen. So.
Ich habe Kristalle in der Tasche. Ich war mal eben kurz am Wasserfall da hinten. Ja, übrigens ist... Warte mal. So. Der Iguanodon ist unser. Sehr gut. Ach, und so. Da... läuft immer noch das Bierpferd. Dini? Ja? Wolltest du ein kleines Äffchen, oder? Ja, hier ist eins. Ein Level 55er. Level 71? Was? Hier? Was? Du bist ein... direkt auf der gegenüberliegenden Seite, das heißt, du müsstest mit dem Stachelboot rüberfahren. Warte, okay. Hier läuft ein Female Level 71, ein weißer. Der ist Genie. Natürlich noch interessanter. Der ist, der, warte mal, der ist, wo ist er denn jetzt hingelaufen? Ich bringe erst meinen Kristall weg, ich kann den gerade nicht suchen. Ich habe den hier laufen sehen. Er hat sich leider ein bisschen erschreckt. Na, dann kriegst du den eh erstmal nicht mehr. Ja, sobald wir hier weg sind. Wo hattet ihr denn jetzt die Eier hin? In einem der Schweinchen. In den Schweinen sind welche drin. Ups. Oh, warte mal, das Fleisch habt ihr in die Küche getan, ne? Ja. So, ich fange an, die Wasserleitung zu bauen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich ausraste. Viel Glück! Spaß! Das war das Curd Meat, ne? Ja, hellere, das, ja. Das ist so ein bisschen vergammelt. Nein. Was? Ah, nicht das Curd. Nee. Ist das, wie heißt es? Old Meat. Old Meat. Genau. Curd ist das Geräucherte, ne? Ja, genau. Das Gesalzene. Gepökelte. Das war dann hier nicht. So. Willst du ihn schnell rüberbringen, Danu? Ich häng doch gerade. Nö, ich hätte ihn jetzt da stehen lassen. Also. Ich weiß nicht. Na gut. So, hier war irgendwo ein kleines Äffchen. Mal gucken. Lin, wie viel von diesen kleinen Storage-Boxes brauchst du? Ah, hier ist es. Warte mal, wir haben im Moment 3. Wir brauchen noch 3 auf jeden Fall. Die kleinen? Ja. Gott. Soll ich sie mal anfüttern? Nee, wird. Wird das. Dazini lassen. Ah, da haben wir'n. So ein kleines weißes Female. Level 71. Die sind schon. Ja. So. Trudon. Wo? Direkt beim Bierpferd. Nicht nur einer, nicht nur, ja, es sind mehrere. Warte mal, komme ich hier irgendwo rauf? Werden die Leitungen blau, wenn sie Wasser führen? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Okay, warte. Ja. Ach, du. Kacke. So, kommt mal her, ihr Viecher. Muss schon wieder um. Beinchen. Mehr erstmal hier im Schweinchen rumsortieren. Ja, das Problem ist das Bierpferd, das ist zu nah. Apropos, ist mein Bierpferd. Pass mal auf, wir gehen mal hier unten. Wir gehen hier lang, über den Metallfelsen, Danu. Hier so. Mhm. Hier hinten kommen wir auch wieder hoch. Fertilized Dilo Egg. Wo haben wir denn mal ein Campfire? Bei der Küche. Hier ist noch ein Trodon. Ich sehe es. Oh. Bei der Küche. Verdammt. Okay, das ist gut, eigentlich nicht dran. Dini, falls du noch Fackeln brauchst, falls die Hitze da nicht reicht. Im Lachkrampf sind Standfackeln. Aber guck doch mal gerade bitte hier, ich habe hier keinen, ich weiß nicht, Campfire? Hallo? Nee, zwischen Küche und PCs Hütte. Okay. Siehst du es? Hier unten. Wir können es nicht mehr auf die Foundation stellen. Ah. Oh, brillant. Ja. Das ist ja auch ein wichtiges Feature. Ja, total wichtig. Okay, dann hole ich da Kristalle. Ich muss jetzt dummerweise die Rex, ja, diesen Abbau, ja. Die muss ich umplatzieren. Das ist nicht schön. Ja, ist okay.
wie gesagt, notfalls hätten wir auch die ganze Küche nochmal versetzen können. Das ist nee, alles das, nicht das schwer. Das passt schon ganz gut, es ist nur jetzt ein bisschen Feinarbeit halt. Hm. Lynn, würdest du dann dich oder eventuell auch noch ein paar Leute sich mit mir nebendran stellen mal dann, dass man die wenn dann wenn auch der, alle erwischt? Ja. Das, ja? Wenn die soweit sind, ja klar. Sagst du kurz Bescheid? Ja, ich würde mir die jetzt ausnehmen. Anbrüten. Mhm. Weil das ist schon ein bisschen so, eng da und da ist ja auch... Sonst bau doch noch ein Lagerfeuer. Das ist doch kein Problem. Ein paar Steine, ein bisschen Holz und dann baust du eins. Okay. Und dann ist, stellst du das dahin, wo du das am liebsten haben möchtest, da. Am besten, wo man ringsherum gut zugreifen kann. Du kannst ja auch den Schweinestall nochmal umsetzen, wenn du willst. Nee, guck mal hier, ist doch super, hier wo ich stehe. Du bist ja auch so schnell, ne, Danu? Ja, ja, ich bin so schnell wie du. Weil, also da gehen die dir nirgends durch, oder? Ja. Bist du schnell genug, um sie einzufangen. Oder ist das auch zu? Nee, das ist in Ordnung. Waren da hinten noch Kristalle? Alternativ könnten wir es halt auch hier unten machen. Schon. Guck mal. Hier. Okay, dann. Da hast du natürlich eine Fläche, da kann gar nichts passieren. Da kannst du es auch immer sehen. Ja. Das wäre natürlich ideal. Hm. Was vielleicht hier so ein bisschen hinmacht. Die Otter essen nur Fisch, oder? Genau. Ja. Was sagten die Fischfalle? Haben wir die das noch? Das ist eine gute Idee. Nee, der Rex hat sich drauf gemacht. Ach, kann man den auch jagen schicken, PC, den Otter? Im Teich, hier im See? Moment, ich probier's gleich. Auf dem Stein. Das wäre natürlich cool. Ja, aber Achtung, wir haben Dinger drin und wir sind nicht nur nette Fische. Nein. Da muss schon einer bei bleiben. Aber das wäre ja zumindest. Ich schau mal, was da im Wasser ist. Du meintest, man kommt da hoch? Ich meine ja. Ja, da. Endlich, ja. Aber da weiß ich jetzt nicht. Oh, da sind nur böse Sachen drinnen. Mhm. Nein, die Fischfalle ist noch drinnen. Ach, sonst klopfen wir den weg hier, den Stein. Ja, Dano hatte, glaube ich, eine neue gesetzt. Oh, oh. Möglich, ja. So, warte. Faxendicke hier. So, wo genau soll ich denn das Wasser da oben hinführen? Hauptsache, es ist erstmal oben. Das wäre Was passiert denn hier gerade? Werde gerade getötet. Hier. Wovon? Außerhalb der Basis, von werdet ihr gleich lesen. Von? Von? Ja, ein Raptor. Aber hast du keine Bolas dabei? Nein. Warum nicht? Ja, die Frage ist gut. Direkt vor der Tür oben. Beim Stall. Okay. Und macht die Tür jetzt nicht auf. Doch, wir kommen da jetzt hin. Schade. Bett, da. Ich renne. Ja, ist auch. Ja super. Läuft ja gut. Keine Panik, wir retten dir. Deva, bis wir dort sind. Ja, ich weiß, ich bin auch nicht so schnell. Hier unten ist er. Habt ihr? Er bewegt sich, der Drecksack. Na, wie kommt, wie... Oh, da drüben ist eine Anke. Ist er noch vor der Wand? Nee, siehst du ne? sie? Ja, ist er. Erst muss ich die Kristalle weglegen. Wollte auch sagen, wir können ja eh. Also, ich komme nicht an meinen Loot, Lin. Doch, da komme ich dran. Weiß nicht, wo dein Loot ist. Der liegt direkt an der Tür. Oh. Ja, ist schon gut. Also habt ihr das jetzt schon? Den Raptor nee, noch nicht. Okay, dann fahr rüber, Diva. Hilf mal hinein. Aber die Anke. Um die kümmern wir uns auch noch. Wo ist der Lach? Da ist der Lachkrampf. Moment. Wir kommen nacheinander. Atemge.
Dein Türmchen schwebt im Lüftchen. Ja, ich weiß. Das wird gleich noch. So, ich guck mal. Ich zieh mal von hier drauf. Mal gucken, ob ich Akro krieg. Dau mal kurz den Lachkrampf. Oder brauchst du den jetzt? Was machst du da, Lin? Ah, fehlt ja nicht mehr viel. Hey, dann habe ich dich verloren. Ich hatte keine Lust, eine halbe Stunde drauf zu zielen. Na gut. Ja. Was ist denn das hier? Ach, hier geht's rein, guck mal. Ach, hey. Wo geht's rein? Richtig cool. Ja, das ist so eine kleine... Aber nur eine ganz kleine. Winzige Höhle. Achso, wir dachten, die Basis... Da kann man sich ehrlich gesagt verschanzen, wenn es Ärger gibt und schießen, ne? Theoretisch ja. Ich glaube, du musst ihn dann über die... Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Also der Raptor ist weg, ne? Bitte? Gut. Raptor ist weg. Achso, ja, der ist Geschichte. So. Da komme ich durch Iguanodon. So, jetzt muss ich mal gucken, wo mein Rohr hochkommt. Ach, Kinder. Das klingt falsch. Das Wasser... Entschuldige. Matze, ich bin entsetzt. Ich habe gerade hier das Wasserrohr hochgeführt und ich muss es suchen. Ja, natürlich. Hilfe, ich brauche... Aber er war gut. Na, danke, Petzi. Ja, super. So. Gratuliere dir zu einer ab 18 YouTube-Folge. Die habt ihr da draus gemacht. Nein. Wir haben nur gekichert. Also deswegen ist das jetzt keine 18 YouTube-Folge, bitte. Weil du dein Rohr nicht findest. Genau. Mach's doch einfach noch schlimmer. Hat er nicht gesagt, er kriegt das Rohr? Das Rohr nein, aus, Themenwechsel, aus. Piep. PT, wo hast denn du das Barrel? Ja. Ist egal, ist sowieso schon ab 18. Ach Quatsch, in der Kiste. Tja. Gut, ich geh mal Kisten durchsuchen. In der unteren Kiste, in der Ausgabekiste. Ah, da ist ein Barrel. Cool. Wir sind auch dort. Schnell Kristall ausladen. Barrel was machen können. So, Mr. Dunn, feierliche Entweihung. Entweihung? Was? Einweihung. Ja, wir entweihen jetzt die Treppe. Genau. Feierliche Einweihung. Schreit dann auch da ein Rex herunter und durchbeißt das rote Band? Ja, ich hoffe doch nicht. Dann mache ich dich mit. Das schaut gut aus, ja. Ganz schön anspruchsvoll heute, die junge Dame. Aber hier ist so viel, gigantisch viel Platz, ey. Es ist unglaublich. Aber man kommt nicht mehr zurück, oder? Oder doch? Doch. Naja, mehr oder weniger. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel noch diese Ceiling kriegt, dann... Ja, das wäre natürlich toll. Dann sieht doch, das auch nicht so blöd aus. Zurück. Ja, man kann ganz normal gerade auslaufen, aber dann sieht es nicht so blöd aus. Ja, man geht hier runter. Ach so, ist das zu schwer für dich, du Tisch? Ja. Nein. Ja, und ich würde sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge. Und jetzt kann man die Curing Rats kann man drunter stellen, zum Beispiel. Oh, in der nächsten Folge. Cool. Genau. Ja. Danu geht schon davon aus, dass es sowieso noch 5 Minuten mit dauert, bis wir dann fertig sind. Mit oder ohne Foundation-Plattenboden? Was? Ohne. Oh, kommt drauf an, wie lange du für deine Absage brauchst, Matze. Das kann ich mal live vorführen. Wieso braucht ihr eine Foundation für eine Absage? Oh Mann. Weil wir da grundlegende Argumente für brauchen. Für eine Absage? Ja. Also Foundation für Korb oder wie? Hä, was? Ja. Na, alles gut. Alles gut. Nee, ich glaube, wir sollten einfach mal besser aufhören, oder? Sind wir uns jetzt einig? Was ist jetzt? Oh, das ist der Moment, an dem ich mich jetzt künstlich aufrege und damit den PC nötige, dass er sich wieder unter meinem Video dafür entschuldigt, dass er da geschrien hat. Ach, deswegen hat er sich bei mir entschuldigt, okay. Ja, das macht er immer. Jedes Mal, wenn wir darüber motzen, dass er so Urschreie von sich gibt. Nein, ich renn grad weg. Ah, Hilfe. Mami. Wollen wir noch gucken, wie es ausgeht? Wo rennst du und wovor rennst du? Cliffhanger. Ich dreh mich nicht um. Cliffhanger? Cliffhanger, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle einmal tschüss sagen. Tschüss.
Tschüss. Und wenn ich nochmal jemand erwische, der besser einfach auf den Rücken tippt, jetzt sag doch auch Tschüss. Wegrennt, dann, ja. Ja, tschüss. Lin, genau. Tschüss sagen und Pause lassen zum Aufnahme stoppen, ne? Tschüss. Ja, bitte.